Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute orakeln wir das Rückspiel der Champions League. Borussia Dortmund gegen FC Sevilla. Ja, das Hinspiel ist 3-2 ausgegangen für Dortmund. Und soweit ich mich da noch dran entsinnen kann, ich habe es nicht komplett geguckt, glaube ich. Ich habe über weite Strecken geguckt, aber nicht ganz komplett, weil ich nächsten Tag irgendwie arbeiten musste. Auf jeden Fall ist Dortmund, glaube ich, relativ schnell in den Rückstand geraten. Oh, jetzt. Oh, viel zu doll. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so doll drauf gedrückt habe. Ja, Dortmund ist relativ schnell, glaube ich, in den Rückstand geraten und hat dann das Ganze gedreht. Und ich glaube, dann stand es irgendwie 3-1 und zum Schluss gab es ja noch ein 3-2 von Sevilla oder so. Irgendwie so müsste das gewesen sein. Ist auch schon bald hier wieder her, ne? 2-3 Wochen. Und ja, jetzt wie gesagt, das Rückspiel. Dortmund ist eigentlich in guter Verfassung, sag ich mal. Oh Gott. Oh, oh nee. Wow. Da stehen einfach zwei Mann auf einmal frei vorm Torwart. Das ist bitter. Dortmund eigentlich in guter Verfassung. Gegen Bayern relativ zügig in Führung gegangen. Haben sich dann nachher das Brot nochmal, also die Butter nochmal vom Brot nehmen lassen. Was nicht so smart war. Aber ich denke, wenn der Gegner eben nicht Bayern ist, kann Dortmund durchaus auch mal das ein oder andere Spiel wieder gewinnen. Und Sevilla zuletzt auch nicht mehr so dominant. Die haben ja über Strecken da alles Mögliche gewonnen, was denen jetzt zuletzt nicht mehr so gelungen ist. Ich glaube, die haben die letzten 3-4 Spiele irgendwie nicht mehr gewonnen. Und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein knapper Sieg wird für Dortmund. Gut, hier an dieser Stelle gestaltet sich das Ganze, gerade wie man sieht, ein wenig tricky alles. So, jetzt werden wir hier mal versuchen, das Ganze ein bisschen zügig aufzubauen. Rein damit und dann, ah verdammt, nochmal. Nee, gelingt nicht so gut wie erhofft. Oh nein, ja doch, doch, komm. Drinne, 1-1. So muss das, wir bleiben einfach dran. Also das Bayern-Spiel war besonders in der ersten Halbzeit sehr unterhaltsam. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass Dortmund direkt so früh 2-0 in Führung geht. Als dann das 2-1 hinten rausgefallen ist, oder was heißt hinten raus, eben im Laufe der ersten Halbzeit. Da habe ich mir schon gedacht, das wird noch irgendwie kippen, wenn Dortmund sich hier weiterhin so hinten reinstellt. Dann haben sie Glück gehabt, weil ich würde es eigentlich als Handspiel werten von Reus im Strafraum. Das hätte schon 11 Meter für Bayern geben müssen. Also es sah überhaupt, in meinen Augen sah es nicht nach Schulter aus. Das sah schon sehr krass nach Hand aus und da hat es mich tatsächlich gewundert. Dass das nicht direkt abgepfiffen wurde. Oh nein, was macht er? Was macht er? Das war nicht gut. Wo passt er denn hin? Wie gesagt, es hat mich extrem gewundert, dass es vom Schiedsrichter übersehen wurde und dass dann auch der VAR nicht eingegriffen hat. Also das wundert mich sowieso. Also ganz komisch, manchmal wird denn da irgendwie alles Mögliche hinten raus noch abgepfiffen. Das denn sogar eine Minute später oder so wird denn da noch eingegriffen bei manchen Aktionen. Und bei so einem deutlichen Ding, dass wirklich das Ding dann nicht unterbrochen wird und es da Elfmeter geben würde oder gegeben hat. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Das hat mich schon extrem verwirrt. Aber gut, hinten raus hat Bayern ja dann doch noch den Elfmeter, der auch einer war, weil der Hut gefoult hat. Ja, zu Recht. Den gab es auch zu Recht. Und Lewandowski hat den dann ja auch gemacht. Oh nein. Ey, das ist so zum Mäusemelken. Nein, aber ohne Scheiß, da macht er einen Haken und ist direkt an allen meinen Verteidigern da vorbei. Da wundert man sich auch, was hier abgeht. So, jetzt haben wir hier zu tun, dass wir irgendwie noch den Ausgleich kriegen. In dieser ersten Halbzeit wird das wohl nicht mehr passieren.
könnte man theoretisch auch schon abpfeifen, aber er lässt noch den Angriff zu Ende spielen. Okay, ist akzeptabel. Aber wenn der jetzt reingegangen wäre, wäre auch scheiße gewesen mit dem 3-1. So, so krass viele Angriffe hatte Sevilla doch gar nicht, oder? Also direkt zwei Tore. Ärgerlich. Da müssen wir wirklich versuchen, ein bisschen gegenzuhalten. Ja, und dann ist es natürlich so gekommen, wie es kommen musste. Dass, der Elfmeter war drinne, dann stand es die ganze Zeit 2-2. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr so wirklich was abgegangen. Die zweite Halbzeit fand ich dagegen ein bisschen lasch. Und dann hat man aber mehr und mehr gemerkt, dass Dortmund das Spiel immer weiter aus den Händen gibt. Also das haben sie im Laufe der ersten Halbzeit schon getan. Und deswegen haben sie ja zu Recht diese ganzen Gegentore gefangen. Jetzt. Oh, was war das denn? Was war das denn? Achso, da war noch ein Gegenspieler. Ich dachte schon, was macht er denn mit diesem geilen Ball? Yo, das war auch Crap. Keine Ahnung, warum da so ein Kopfball zustande kommt, wenn man denn komplett frei ist. Ja, jedenfalls in der Schlussphase hat Bayern dann direkt nochmal zwei Tore gemacht. Kurz vor Schluss. Ich glaube, das war so in den letzten 5 bis 10 Minuten. Sind direkt nochmal zwei Tore gefallen. Und dann war es das auch. Das hat sich aber über weite Strecken deutlich angedeutet. So, das Ding ist erstmal geklärt. Sevilla ziemlich stark, muss ich sagen. Also die drücken mich hier schon ganz schön rein. Da werden wir tatsächlich zu tun haben. Das Ding irgendwie überhaupt noch ja, auszugleichen. Oh, gib mir doch... Hätte mich nicht gewundert, wenn er drinnen gewesen wäre. Aber es war schon interessant eben zu sehen, wie er mir einfach überhaupt keinen Spieler gegeben hat, den ich gebraucht hätte. Also er hat mir die ganzen Spieler gegeben, die möglichst weit weg standen. Hat mich selbst ein bisschen verwirrt eben. Ja, das war gut. Rein damit. Da frage ich mich, was sind das für Kopfbälle, die wir hier abgeben? Also entweder die fliegen da meilenweit übers Tor. Oder die kommen überhaupt nicht an beim Torwart, so gefühlt. Na, passt doch direkt. Wie oft soll ich denn auf X drücken? Marco Reus. Nee. Jetzt. Ist das bitter. Das wäre eigentlich ein schöner, aber er hat sofort gewusst, wo ich hinpasse. Das war ein bisschen blöd. Bisschen ärgerlich eben, dass er da genau dort dann mit zwei Mann stand und mein Spieler da. Eigentlich wären wir richtig schön frei gewesen. Ah, Mann. Alter, Sevilla geht mir richtig hart auf den Kranz, muss ich schon sagen. Also das ist schon sehr tricky, wie das hier gerade läuft. Meine Spieler laufen sich auch nicht so sonderlich gut frei, finde ich. Also das hält sich hier alles ziemlich in Grenzen gut drin. Ja, gefühlt auch ein Tor aus dem Nichts. Schon fast. Also aus der Situation hat er denn doch noch irgendwie das Ding da reingemacht. Da fand ich vorherige Situation, Torchancen sogar ein bisschen krasser. Also da hätte ich eher gedacht, dass irgendwelche Kopfbälle oder so von den Ecken reingehen würden. Keine gute Verteidigung. Der Ballverlust. Schöne Sache. War gut. Und jetzt wieder ein geschmeidiger, lockerer Aufbau. Oh nein. Jetzt. Oh nein. Nein, wieso fällt der hin, ey? Ja, toll. Und dann kriegst du nicht mal einen Foul, weißt? Also ich meine, wieso schmeißt mein Spieler sich da denn hin? Wenn das sowieso nichts war. Er wäre doch frei durch gewesen. Da brauchst du dich doch da nicht hinschmeißen, wenn du sowieso keinen Foul kriegst. Also das hat schon irgendwie... Weißt, ansonsten war es eine Fehlentscheidung. Er hätte das abgepfiffen werden müssen, dann war es ein Foul. Sonst, wenn der Typ sieht, dass er da frei vorm Tor ist, dann braucht er sich doch da nicht noch irgendwie hinwerfen, wenn er der Einzige ist, der da noch am Ball ist. Jo, jetzt wird's wieder interessant. Jetzt gibt er mir... Man hat's gesehen. Er hat mir den falschen Verteidiger gegeben. Das Ding ist natürlich drinne. Also hier in dieser Situation, da, kriege ich den unteren und vor ihm läuft einer und der greift nicht mal ein. Ja, 3-2 auch im Rückspiel. Das heißt, wir müssen auf Verlängerung gehen, ne? Also theoretisch ist das jetzt hier für uns dann im Augenblick
eine Verlängerung. Oh, jetzt. Come on. Drinne. Doch nicht. Doch nicht. 3-3. Ansonsten wäre ich jetzt hier wirklich auf die Verlängerung gegangen, weil ja logischerweise das Hinspiel ist ja auch 3-2 für Dortmund ausgegangen. Das Rückspiel 3-2 dann für Sevilla. Hätten wir Verlängerung spielen müssen. Und jetzt kommt es eben drauf an. Mit dem 3-3 ist Dortmund weiter. Das heißt, wir werden hier auf gar keinen Fall mehr eine Verlängerung gehen. Entweder wir werden jetzt unentschieden spielen oder wir werden verlieren. Und wir haben auch schon wieder über der Zeit gespielt eben. Obwohl überhaupt keine Torsituation stattgefunden hat, hat er wieder eine Minute länger spielen lassen. Also es ist mir schon öfter aufgefallen, dass es wirklich immer eine Minute länger ist, als es im Endeffekt ja angezeigt wird, ne? Wie die Verlängerung ist. Ich bin fürs Erste wieder raus. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.